So, hallo liebe YouTube-Freunde, hallo liebe Facebook-Freunde, ich hoffe, ihr könnt mich gut erkennen. Ich bin's wieder, Jürgen Braun, der spirituelle Anarchist. Ich mache jetzt nochmal ein Video, und zwar geht's darum, was jetzt bei mir so Stand der Dinge ist, und gehe nochmal kurz auf mein voriges Video ein. Das war einfach Krankengeschichten dokumentieren. Da war es so, dass das Video dann abgebrochen ist, weil die Digicam Geist aufgegeben hat. Wie auch immer, ich mache es nur kurz. Auf jeden Fall habe ich da gesagt, ich will, man sollte auf jeden Fall alle Krankheiten, die man hat, dokumentieren. Die Arztberichte aufheben und man soll auf jeden Fall einen Schwerbehindertenausweis machen. Und dann versuche Rente oder StGB 12 zu bekommen, wenn man jetzt Hartz-IV-Empfänger ist. Ja, StGB 12, was heißt StGB 12? StGB 12 ist Sozialhilfe. Das kriegen Leute, die krank sind, ja, die nicht mehr arbeiten können oder die zu alt sind oder schon älter sind, ja, also ab 50. Sollte man auf jeden Fall versuchen. Ja, also ich versuche das auch. Also ich wollte nochmal dazu sagen, ich fahre immer lieber zweigleisig oder beziehungsweise ich hebe mir immer wieder ein paar Türen auf, ja, halte mir ein paar Türen offen, dass wenn das eine nicht hinhaut, dass ich auf jeden Fall den anderen Weg dann gehen kann. Also das ist wichtig, also dass man mit allem, dass man alles, was man hat, hervorbringt, ja, um sich aus dieser unfreien Arbeitswelt zu befreien. Ja. Nur mal, warum ich nicht mehr arbeiten will, möchte ich nur mal kurz sagen, es ist einfach so, immer mehr Maschinen übernehmen immer mehr menschliche Arbeitskraft. Ja. Wir stehen kurz vor einer neuen industriellen Revolution, und zwar mit der humanoiden Robotertechnologie. Ja. Das heißt, in Zukunft arbeiten die Roboter für uns. Das ist gar nicht mehr aufzuhalten, ja, dieser Fortschritt. Jetzt ist nur noch die Frage, wie gehen wir damit um? Ja, oder wie leiten wir, wollen wir immer noch Menschen sanktionieren, Millionen von Arbeitslosen durch Sanktionen quälen? Ja? Oder wollen wir dann auch doch sagen, Menschen, wir führen ein bedingungsloses Grundeinkommen ein, dann sind alle glücklich und wir starten durch in die Freizeitgesellschaft und können uns dann endlich mal über die wichtigen Probleme dann unterhalten. Ja? Da auf jeden Fall bin ich voll der Meinung und ich sehe es auch nicht ein, warum ich jetzt konkurrieren soll. Ja? Oder warum soll das richtig sein, um die immer weniger Arbeitsstellen, ja, zu kämpfen, zu konkurrieren mit seinen Mitmenschen. Daher kommt ja das Mobbing. Ja? Also es wird immer weniger menschliche Arbeitskraft geben und wir sollen uns da um die paar Arbeitsplätze nur die Augen auspicken. Ja? Und das will ich nicht mehr. Ja? Einmal, ich will es nicht mehr und ich kann es auch nicht mehr psychisch. Ja, also beide stimmt und beide schließt sich nicht aus. Ja. Also warum? Bloß weil ich nicht kann, heißt es dann, dass ich aber trotzdem arbeiten will oder umgekehrt. Ja, das ist ein Quatsch. Ja. Ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Ich sehe es auch nicht mehr. Ja, das macht keinen Sinn. Ja. Okay, also gut, das nochmal zum vorigen Video. Ja. Und nochmal ein paar Fragen. Es gab eine Frage, ob ich Mitglied in der APBD bin, also in der Anarchistischen Bürgerpartei. Das bin ich nicht oder noch nicht. Ja, kann nur sein, dass ich mal irgendwann ein Video mache und sage, hey Leute, ich bin in der APBD. Ja, auf jeden Fall bin ich Sympathisant der APBD. Ich unterstütze die APBD. Ja, und ich war vor ein paar Jahren noch in der Linkspartei. Und gut, jetzt tendiere ich so zwischen Piratenpartei, vielleicht APBD mal. Aber gut, momentan habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr genug von den Parteien. Also das überlege ich mir alles in Ruhe. Das kann alles noch kommen, wer weiß. Also das ist jetzt noch offen. Okay. Ja, nochmal ganz kurz, da habe ich noch was vergessen zu den Krankheiten. Also da war noch eine Frage, wenn jetzt einer ganz gesund ist, was soll er dann machen? Ja, und soll er dann und keine Krankheit anbringen kann? Also Leute, es ist wichtig, dass ihr mit allem kämpft, was ihr habt. Dass ihr euch nichts gefallen lasst. Dass sie erstmal die Eingliederungsvereinbarung, so wie sie ist, erstmal nicht unterschreibt, sondern eine andere Eingliederungsvereinbarung, ja, aushandelt, nämlich ohne Sanktionen. Ja, weil diese Sanktionen widersprechen dem Grundgesetz, ja, nämlich
Würde des Menschen, freie Berufswahl und so weiter. Da gibt es noch mehrere, fällt es halt alles nicht ein. Und es widerspricht der ILO-Vereinbarungen über Menschenrechte. Ja? Weil es darf nicht sein, dass man jemanden zur Arbeit zwingt durch Androhung eines Übels. So steht es in der ILO-Vereinbarung. Und Sanktionen sind die Androhung eines Übels. Damit es jeder mal begreift, jeder Mensch in Deutschland hat laut dem Grundgesetz das Recht auf eine menschenwürdige Grundversorgung. Ja? Da steht nichts drin, dass ich deswegen jeden Drecksjob annehmen muss. Das müsste kapieren. Und für dieses Recht, ja, müsste kämpfen. Widerspruch erleger, Rechtsanwalt gehen, kämpft mit allen Mitteln, macht's publik, geht's ins Hartz-IV-Forum, tauscht euch aus, geht's in Facebook, geht's in alle sozialen Netzwerke, macht alles publik, wie das Amt euch schikaniert, ja, und droht dem Amt auch damit, dass ihr das publik macht, ja. Seid unbequem, ganz wichtig, seid unbequem, ja. Kämpft mit allen Mitteln, was geht, ja, und ich bin halt, wie gesagt, ich bin auch so, ich verlasse mich nicht nur auf eines, ja, nicht nur auf das Kämpfen dagegen, sondern ich versuche auch dann auch meine Krankheiten, die ja wahr sind, es geht nicht um Krankheiten vorzutäuschen, bringe ich auch noch mit an, ja, einfach weil ich selber auch Mensch bin, der sagt, doppelt gemoppelt hält besser. Versucht alles, um aus dieser unfreien Arbeitswelt rauszukommen, ja. Hört auf, mit gegen eure Mitmenschen zu konkurrieren, ja. Und jetzt möchte ich nochmal kurz ansprechen, der Michael Mager, der Männercoach bei YouTube, der ruft auch immer wieder auf, Leute, macht euch selbstständig, Leute, geht nach euren Talenten oder macht was Freiberufliches. Da ist auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden, im Gegenteil, ja. Auch das ist ein Weg zur Befreiung, dass man irgendwie seine eigene Kohle verdient, dass man seine eigene Chef hat, seine eigene Firma, ohne dass man das andere ausbeutet, ja. Das wäre ja der anarchistische Ansatz, dass man die Macht dezentralisiert und umverteilt auf Einzelpersonen. Das heißt, jeder Mensch ist irgendwann seine eigene Firma. Das wäre doch super. Ja. Wenn ich mein eigener König bin, brauche ich nicht der König eines anderen sein und den Unterdrücker. Also deswegen ist das absolut okay, was der Michael Marx sagt, wenn man die Möglichkeit hat. Oft braucht man Startkapital, oft braucht man Talent, aber ich versuche da auch noch was zu machen in Richtung freiberuflich und selbstständig. Das ist dann noch der dritte Weg, den ich versuche, also was heißt versuche oder beziehungsweise laufen lasse, also informiere mich über Selbstständigkeit, informiere mich über freiberufliche Sachen. Ja, zudem, dass ich trotzdem Schwerbehindertenausweis noch beantrage, also wirklich alles, was geht, ja, ins Spiel bringen. Okay, dann möchte ich noch Bücher nochmal vorschlagen. Ich habe ein super Buch, das möchte ich noch vorschlagen. Und zwar, das Buch heißt Die Asketstrategie von Felix Konrade. Ich habe es jetzt leider halt nur so in diesem Band. Ich habe es von einem Kumpel gekriegt, der hat es auskopiert und mir dann diesen Band dann geschenkt. Ja, also hat es dann gebunden, das Buch. Das ist jetzt nicht das Original-Einband von der Asketstrategie. Das Buch ist etwas teuer, ja, das steht, glaube ich, so bei, glaube 45 Euro oder so, ist natürlich jetzt nicht gerade so das Billige, aber das ist wirklich super, also da standen so viele Tipps und Tricks drin, wie man sich befreien kann. Gut, wie gesagt, manches ist so, es geht viel so in Richtung freiberuflich, ja, manches braucht man Startkapital und so weiter, aber da ist eigentlich für jeden irgendein Tipp dabei, ich lese das jetzt gerade und kannst du empfehlen, vielleicht gibt es es auch, ich meine, es gibt es auch als E-Book, ja. Ich habe auch einen Tipp bekommen, ja, von, übrigens, das ist vom Chef da an APPD, mit dem ich auch Freundschaft habe, dem Peter Bärenschild, der hat mir den Tipp gegeben, oder beziehungsweise der hat mir auf die Idee gebracht, dass man sich E-Books auch vorlesen kann. Ja, also man kann sich App runterladen aufs Handy oder aufs Tablet oder wie auch immer und kann sich ja E-Book, ja, laut vorlesen lassen, ja, und viele Leute, die wo einfach zu faul sind zum Lesen, jetzt da das ganze Buch dort zum Lesen, ist das eine wunderbare Möglichkeit, vielleicht verbreitet sich das und die E-Books werden vielleicht dann doch einmal was sein, wo dann viele Leute auch kaufen, weil momentan läuft es ja nicht so gut, ja, mit den E-Books. Okay, also wie gesagt, nochmal, die Asket-Strategie, Autor heißt Felix Konradin, sehr zum Empfehlen, ja. Also, so ähnlich geht auch in die Richtung wie das Buch von Volker Kitz. Da haben wir die 365 Tage Freiheit von Volker Kitz. Ist auch sowas, ja. Viele Tipps,
viele Tricks, sich aus der Arbeitsmatrix zu befreien, ist sehr zu empfehlen. Dann, ich habe ja noch mein eigenes Buch hier, muss ich vielleicht auch ein bisschen Werbung machen. Ja, kapitalistische Werbung, nee, aber jetzt im Ernst. Ich meine, ich schade ja nicht, wenn ich Bücher verkaufe, wenn ich Schriftsteller bin und ich verkaufe Bücher. Solange man mit seinem Gewinnstreben niemandem schadet, ist es ja auch okay. Ja, solange man nicht in Gier verfällt und ja, auf jeden Fall, das ist mein Buch, Unfreie Arbeit ist Scheiße, das Taschenbuch. Und ich habe das E-Book, das heißt dann nur Arbeit ist Scheiße, das Buch, so heißt das E-Book. Okay, gut. Also, nochmal so ein bisschen Ausblick, was ich jetzt demnächst für Videos machen werde. So ein bisschen mal, dass ihr mal ein bisschen Bescheid wisst. Ich bin im Internet auf einen Fall gestoßen, durch Zufall. Und zwar gab es in Sachsen-Anhalt, in Reuben, gab es einen SEK-Einsatz gegen den Adrian Ursache, also gegen den Staat Ur. Der hat ja, der Adrian Ursache, so muss ich anfangen, hat ja einen Staat gegründet, den Staat Ur. Und der Adrian Ursache war 1998 der schönste Mann Deutschlands und seine Frau war, glaube ich, 2002 die schönste Frau Deutschlands. Also, und die haben dann einen eigenen Staat gegründet. Auf jeden Fall kam es zu einer Zwangsräumung. Es ging um 4.000 Euro Grundschuld und der Adrian Ursache hat angeblich, weiß man nicht genau, eine Waffe gezogen, ja. Die Leute sind üblich verhaftet worden, also ganz brutal verhaftet worden, ja, und der Adrian Ursache ist niedergeschossen worden. Und ich habe mir das Video angeguckt und muss sagen, das ist natürlich schon übel. Also, ich sehe ja erstmal, wenn jemand einen Staat gründet, erstmal den anarchistischen Ansatz, ja. Ganz kurz mal, Moment.